Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Binding of Isaac Afterbirth. Heute will ich mal Assassin probieren. Beim letzten Mal hatten wir kein Glück mit ihm. Dreimal kein Glück. Diesmal. Ich schiebe gerade meine Brille hoch, weil das episch aussieht. Aber es sieht keiner. Werden wir gewinnen, sage ich jetzt mal. Ne? Wir kriegen. Was ist das? Was bist du? Sticky Fehl. Ach, guck mal, wir haben so ein schwarzes Feld hinter uns her. Das ist schon mal eine gute Sache. So, und wir kriegen gleich den ersten Schaden. Das ist auch eine gute Sache. Nicht? Egal, Leute. Egal, wir machen das heute mit Azazel. Ich hab ein gutes Gefühl heute. Ich hab ein gutes Gefühl heute. Diesmal könnten wir das schaffen. Wenn nicht, dann kommt die Gefahr, den jemals zu sehen. Nein, natürlich. Da hatte ich auch meine Fahrt. Fällt so. Ich wollte das Herz nicht einsammeln. Es kann auch sein, dass ich dieses Herz wieder verliere. Was mach ich denn dann? Was mach ich denn dann? Dann ist es weg. Freunde, dann ist es halt weg. Und dann? Und du? Ja. Ist ja alles überhaupt keine Herausforderung hier. Nee, tut sowieso nicht. Bin wieder in die Lane. So, hier geht's schon zum Boss, aber ich habe das Gefühl, das ist keine normale Ebene. Ich habe im letzten Part, war das glaube ich, schon mal über Riesenebenen gesprochen. Und ich habe das Gefühl, das könnte eine von diesen sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Falls wir einen zweiten goldenen Itemraum finden, dann bin ich mir sicher. Aber ansonsten sind das erstmal nur Vermutungen. So, meine Vermutung führt mich jetzt erstmal nach hier oben. Mit aufgeladenem Schuss natürlich. Okay. Vermutung war falsch, aber ich, Man hätte ja auch denken können, dass das richtig ist. So, was haben wir denn hier für einen schönen? Famine, na, den kennen wir doch schon. So, ich will mir Schuss natürlich aufgelassen. Ah, Gott, in diesem Gebiet, ernsthaft? Okay. Das ist irgendwie nicht nett. Ja. Nein. Scheiße. Ich muss das einsammeln, ne? Und dann geht das automatisch. Ach, Mist. Ich hätte so oder so ein rotes Herz bekommen. Ich hätte einfach mit dem halben Herz jetzt runtergehen können, hätte ich automatisch ein rotes Herz bekommen. Aber, nee. Das Spiel wollte das nicht, dass ich zwei Herzen bekomme. Ich habe keine Möglichkeiten aus, man kriegt diese weißen Herzen so selten. Und wenn ich sie mal kriege, dann besteht nicht die Möglichkeit, dass ich zwei draus mache. Das ist sehr schade. So, hier ist kein Kreuzstein. Das ist schon mal nicht so nice. Hallo, ich bin Buddies. Also, das ist wirklich Buddies. Let the bodies hit the flow. Habe ich eben gerade links umgesehen? Oder kam mir das nur so vor? Ja, der Kronraum. Ach so, wir haben keinen Schlüssel, deswegen sind wir da nicht rein. Ach so, jetzt macht das alles Sinn. Jetzt macht es auch Sinn, warum wir da nicht reingegangen sind, weil wir da nicht reingehen konnten. Ah. Wir brauchen natürlich einen Schlüssel. Wir haben bis jetzt noch keine Items gesehen, wo man nur mit Fliegen rankommt. Das wäre natürlich sweet. Für Azazelli Belly. Aha, Trollbombe. I don't fall for you. So, ein Schlüssel, sehr gut. Oh, perfekt. Dann können wir gleich in diesen leckeren Raum rein. Nein, du entkommst nicht, mein Kleiner. Du entkommst nicht. Und der Große, der teilt sich, glaube ich, auch in zwei. So wie das alle großen Gegner machen. In letzter Zeit haben die ein extremes Aufteilbedürfnis, habe ich das Gefühl. Oder er teilt sich auch nicht auf. Und stirbt einfach so, ohne irgendwas zu hinterlassen. So. Und du stirbst auch ohne was zu. Okay. Du hinterlässt auch was. Keine. Oh, ein Dime. Das ist wirklich ein Dime. Ich glaube, 5 Cent sind ein Nickel. Oder so. Und, 10 Cent ist ein Dime. Irgendwie sowas. Keine Ahnung, weiß ich das wissen. Kein Amerikaner. So, was ist hier drin? Eine Pille und dieses zerbrochene Ding. Egal. Ich spende mal mein Geld an mich in der Zukunft. Na, 50. Okay. Das rastet wahrscheinlich immer bei 50 ein, könnte ich mir vorstellen. Ich mir mein Geld halt auf. So. Mein Zukunfts-Ich wird sich freuen. So, was haben wir denn hier? Einen kleinen Schwung dazu. Speed und Range Up. Das können wir gut brauchen. Wenn ich noch Short Speed abkriegen würde, dann wäre das natürlich superb, Freunde, superb. So, dann können wir mal gucken, was hier am Boss-Tisch los ist. Little Horn, Alter, den habe ich gefühlt jedes Mal als Gegner im zweiten Dings. Im zweiten Gebiet. Ich lasse ihn erstmal seine Bomben verteilen da. Dann spray ich ihn halt weg. Ich spray dich weg, Mann! Was willst du nur? Little Horn, Alter, steh nicht aufs große Horn. Okay, das ist ein Kack-Item, das weiß ich. Speed up, size down, Alter, wir sind ja winzig jetzt. The Fool, was haben wir hier? Ah, cool. Was haben wir hier? Ja, bitte. He wants to take your life. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Nimm das Leben. Der nimmt sich nämlich solche Herzen und gibt mir dafür andere Herzen. Oder Spinnen. Nochmal gute Spinnen. So, dann gehen wir nochmal hier durch, damit er alle Herzen einsammeln kann. Ich weiß nicht, ob der mir random was gibt, aber ich hatte irgendwie im Kopf, dass der mir dafür Herzen gibt. Alter, sind wir schnell, Leute, sind wir schnell. Manchmal droppt er mir auf jeden Fall Herzen. Er droppt auch nicht für jedes Herz ein Herz quasi. Also wenn er ein Herz eingesammelt hat, muss das noch lange nicht heißen, dass er auch eins droppt. So, mit Lil Bam als Freund können wir jetzt in die nächste Ebene und hier möchte ich rocken und rollen.
Natürlich alles immer ein bisschen schwierig hier, ne? Mit, I can see forever. Okay, sehr gut. Dann kann ich, ganz Ebene durchsehen. Nehmen wir das Herz. Nehmen wir das Herz auch noch. Da ist eine rote Spinne, mein Freund. Das war keine gute Idee. Aber ja, ist immer noch ein Scherge vom Teufel, ne? Da muss man dran denken. Aber Isaac eigentlich auch. Also, ich hätte irgendwo gesagt, dass er vom Teufel verdorben wurde. Sonst würde seine Mutter ihn ja nicht jagen. Das ist ja, das macht ja nur Sinn, dass Isaac vom Teufel besessen ist. Ich meine, sonst hätte das ja überhaupt keinen Sinn hier, das alles. Hallo. Oh, du bist gefährlich. Doch Gott, ich bin auch so dumm, Leute. Ich bin auch einfach so dumm. Das ist unfassbar. Ich laufe einfach direkt in die Falle. So, wir könnten jetzt zum Boss gehen. Ich könnte aber auch... Oh, mein kleiner Freund, da kannst du dich jetzt mal bedienen. Da kannst du mal richtig schön alles einsammeln und mir hoffentlich mal ein bisschen was an Herzen droppen. Drop mir was Schönes. Wow, du droppst mir ein rotes Herz, ernsthaft? Droppst mir ein rotes Herz, ernsthaft? Drop mir doch keine roten Herzen. Achso, warte, ich glaube, der droppt hier nur rote Herzen in diesem Raum. Yes, 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 yes. Oh, du bist der Beste. Du bist der Beste, mein kleiner Freund. Du bist einfach ein guter Dude. Du bist einfach ein guter Dude. Ach, die Stacheln machen mir ja auch nichts aus. Das hatte ich ganz vergessen. Die Slot-Maschinen. Die werden wir vielleicht noch benutzen, aber... Hallöchen. Aber erstmal will ich in den Shop gucken. Da kann ja auch was Schönes sein. So viel Geld. Dich mag ich. Der ist, der kann ziemlich gut sein, wenn er will. Er kann aber auch Trollbomben droppen, wenn er will. Irgendwann explodiert er, das weiß ich, und dann kann man ihm halt nichts mehr geben. Aber er kann mir auch nice Items geben. Das weiß ich. Komm schon, komm schon. Oh, naja, cool. Ein rotes Herz. Komm, gib mir irgendwas Nices. Gib mir was. Okay, das ist schon. Oh, das ist nicht schlecht, das nehme ich. Aber gib mir was Nices. Yes! Du bist ein Dude, Alter. Das ist ein Dude, Freunde. Das ist ein guter Dude gewesen. Also sehe Instant Win Incoming, Freunde. Instant Win Incoming. Ich sag mal so. Verlieren ist jetzt nicht gut drin. So, ach komm, on. Nur Scrabbity Scratch Grab. Immer vorsichtig, aber wenigstens den Schlüssel mit. Ich meine, Geld kriegen wir eh ohne Ende. Da mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen. Sollen wir hier Geld ausgeben? Nee, komm, wir springen das einfach in die Luft. Bada bum, bada bang. Die Bomben sind größer. Habe ich gerade gesehen, ne? Nein, ich bin dumm. Ja, ich bin dumm. Ich bin dumm. Okay, nein, ich wollte doch nicht gegen euch kämpfen. Ich wollte doch einfach nur einen Goodie haben. Mir war doch gar nicht bewusst, wo wir hier sind. Aber was soll's, ne? Das muss dann gut. Kommt alle her. Kriegt ihr alle. I'm firing my laser! Schleimhaufen. So. Ja, ja, ihr seid scheiße. Ja, ihr seid scheiße. Ich sag, ihr seid scheiße! Ich sag, ihr seid scheiße, dann seid ihr auch scheiße. Kriegen wir noch was Schönes dafür wenigstens? The Tower. Ach, das war... Ah, ja, das war das. Okay. Ja, ja, ich weiß, was The Tower macht. The Tower macht... Nee, das sage ich nicht. Das, zeige ich euch nicht. Danke. Dieser Dude, das hat sich echt gelohnt, ne? Ich habe gezweifelt dran, ob sich das wirklich rentiert. Weil ich ja nicht wusste, wie viele rote Herzen wir finden. Aber holy shit, hat sich das gelohnt bis jetzt schon. Aber beim letzten Run hatten wir definitiv nicht so viel Leben. Diese Viecher halten halt den ganzen Strahl aus. Den ganzen Scheißstrahl hier aus. Übrigens hier, der Raum, den will ich mal abchecken. Da brauche ich aber meine The Fool-Karte wieder. Danke. Andere hole ich mir nachher wieder, bevor ich zum Boss gehe. Du. Spreng die Flammen weg. Das hat schon seinen Zweck. Das ist schick. Dann nehmen wir doch mal was mit. Dankeschön. Pentagramm Damage Up. Ist natürlich immer eine Sache, die man mitnehmen kann. So. Damage Up. Ist das jetzt größer? Ah, ein bisschen. Pentagramm ist auf jeden Fall eine gute Sache. So, The Tower. Okay. Der Boss ist aber sowas von fällig. Hitler. Er ist jetzt sowas von fällig. Völlig fällig. So, wir haben hier keinen Kreuzstein. Ist ja auch egal. Wir haben echt The Fall, natürlich. Da kann man schon den besten Boss, den man haben kann. The Tower! The Tower of Love! The Fallen, du wirst gleich zum Gefallenen werden, mein Freund. Du bist eigentlich... Wow, das ist so schwer, aber geil. Demon Wings! Ja, die haben wir schon. Danke, okay. Ah, wir haben mit Azazel ein Item bekommen. Ah, okay, das ist schon mal sehr interessant. Ja, die anderen Items hier drin sind ja, ne, ist ja selber. Ich bin da nur reingegangen, dann kriegen wir vielleicht, ich weiß nicht, ob das funktioniert, beim nächsten Mal ein Angel Room. Ich meine, wir haben uns schon was rausgenommen, aber das war ja jetzt nicht offiziell, sag ich mal, ne? Das war ja nicht offiziell, was wir da rausgenommen haben. Beim letzten Mal. Da sind wir ja über einen Umweg, sind wir da ja reingekommen, ne? Und jetzt diesmal, da gehen wir auch so rein. Eine Battery brauche ich nicht, hab nichts zum Batterien. Ha. Was doofes. Ha, weiß ich doch. Amnesia, ich hab vergessen, wo es lang geht. Shitty, mit Bones. Danke für diese Münze. Oh, danke, danke. Ja, mächtig. Mächtig. Was ist denn das überhaupt für ein Sack? Dieses Item sagt mir gerade nichts. Ah, sagt mir gerade nichts. Oh, danke. Ich nehm's einfach mal. More Sack. Okay, danke. Keine Ahnung, was jetzt, ja. Ich hinterfrag's einfach nicht. Das weiße Herz. Das kommt ja ganz zum Schluss dran. Okay, das ist okay. Ich bezweifle mal, dass wir so viel Leben während des Runs verlieren werden.
dass unser Herz da wirklich in Gefahr ist. So, und jetzt werde ich erstmal zurückgehen und nochmal ein bisschen gucken, was hier noch so los ist. Das kann natürlich mein Verderben sein, ne, Leute? Wir haben das schon oft erlebt, dass das hier mein Verderben ist. Wenn ich nochmal losgehe und was... Ah, genau, deswegen. Leute, genau wegen so einer Scheiße sollte ich das nicht machen eigentlich. Aber... Was denn? Was bringt es denn, wenn man nicht losgeht? Weil ich smart bin, Leute. Weil ich ein Brain habe. So. Dann kann ich jetzt mal unter Beweis stellen. Das hat nicht funktioniert. Komm, 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 komm. Ja, zum Glück. Zum Glück. Zum Glück zurück. Die, please. Danke. Die, please. Danke. So, du bounst jetzt hier irgendwo lang. Oh. Sehr schön. Dann brauchen wir uns nicht mit den beiden rumzuschlagen. Wenn die explodieren, das ist... Easiest room of my life, boys. Easiest room of my life. Geh ich da? Ja, das lohnt sich nicht. Wow, 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 Mr. Troll Bombe. Wow, das hat sich echt gelohnt, Leute. Das hat sich echt gelohnt. Wow. Woo. Dafür ein halbes Leben zu opfern. Exciting. Intriguing. Exciting. Völlig wahnsinnig war das gerade. Ein kleiner. Oh, mehr Bags. Was haben wir hier? The Devil. Death. Achso, der Devil gibt mir, glaube ich, einfach nur einen krassen Damage Boost. Was nicht schlecht ist. Gibt's mir was? Nee, nicht. Two of Clubs, doppelt so viele Bomben. Nehmen wir. Nächster Raum. Nee, dich will ich garantiert nicht haben. Danke. Ah. Aufpassen. 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 Okay. Okay, und der nächste. Sehr schön. Wunderbar. Oh, okay. Ja, das kann nervig werden. Naja, okay, tut. Auf Command pupse ich halt. Ich pupse mir. Okay, wow. Amazing. Krasses Item auf jeden Fall. Krasses Item. Nicht. Ja, ich werde in der Kate nichts ausgeben. Obwohl, doch. Ich werde einen Dollar auf einen Penny ausgeben, um da reinzukommen. Und das alles dann in die Luft sprengen. Pum, pum, pum. Aua! Ich habe mich selbst in die Luft gesprengt. Das ist nicht gut. Hey, little friend. Nimm noch das Herz. Was liegt? Nimm noch das Herz. Nimm noch das Herz. Nimm noch das Herz. Mach mir ein blaues Herz dafür. Danke. Nicht eins verloren. Ha, ich weiß, war dumm von mir, aber ja, was soll man machen? So, Bossy McBossenstein. Time. Hier nicht. Sondern dort entlang. Bitte. Okay, let's go. Curry! Und ich hab das Buch des Teufels und bin noch krasser. What? Das geht? Ja, das geht, Freunde, das geht. Oh, oh. Ja, nee, ich wollte eigentlich was anderes machen. Ich wollte eigentlich pupen. Angepupen. So, come on. Die. Viel mehr Schaden, als ich zu machen geht ja schon gar nicht mehr eigentlich. Ein HP ab und Luck ab. Sehr schön. Hier, sammeln erstmal das an und dann gib mir was. Bester Buddy, dankeschön. So werden wir immer wieder mit Herzen versorgt. Und die uns nichts nützen. Okay. Wir werden uns, werden eingetauscht. Yay, wir haben zwei Herzen. Das ist gut. Dann kriegen wir ein Devil Deal. Und du bist, tot. Okay. Übrigens, diese Kreuze auf dem Boden, ne, habe ich euch, glaube ich, schon mal gesagt. Keep your friends close. Okay. Dass die, ausgegraben werden können. Mit der Schaufel. Und dann kommt in so ein Exegreed. The World. Ja, jetzt kann ich jeden Raum sehen. Wow, okay. Das war vielleicht nicht so. Ach, das war nicht so. Ich muss den doch nur ausweichen. Und die haben jetzt nicht das allerkomplizierteste Angriffsmuster, muss man sagen. Ja, nicht das allerkomplizierteste. Ich wollte hier hoch. Yay. Yay. Two of Diamonds. Danke. The Stars. The Stars sind natürlich schön. Das teleportiert mich in den Raum. She loves you. Sissy Longlegs. Cool. In diesen Raum. Ja. Wo ich denn keinen Schlüssel brauche. Sehr schön. Judgment. Diese Beutel sind echt eine gute Sache, finde ich. Temperance made a pure. Hä? Temperance. Achso. Nee, will ich nicht. Danke. Tschüss. Judgment war, glaube ich. Achso, nee. Dich nicht, ich habe schon einen anderen Kollegen von dir. Danke. Wow. Ist noch einer. Alter, so viele Items, Leute, so viele Items. The Emperor. Okay, zum Bossraum teleportieren möchte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. The Emperor zweimal, okay. Ich mache einfach mal just for fun hier noch eine Bombe hin. Weil wir haben so viele. Okay, cool, hat nichts gebracht. Egal. Was ist das? Keine Ahnung. Tears up! Sehr schön. Das heißt, wir feuern schneller. Das ist nochmal eine gute Sache, ist das nochmal. Eine gute Sache ist das. Die! Hinterkopf, Mann. Was macht eigentlich Sissy Longlegs? Ich bin ganz sicher. Ja. Oh yeah. Oh yes. Oh yeah, my friends. Oh yeah. Darauf kannst du dich schon mal verlassen, dass ich da Lust drauf habe. Das ist cool, habe ich eher weniger Lust. Ist das eigentlich schon. Ist das jetzt The Depths 1 gewesen oder ist das jetzt The Depths. Depth 2? Weiß ich gar nicht. Weil, in den ersten Tiefen. Ich bin da noch nicht warm. Ah, just for fun. Watch Fuzzy get dizzy. Was? Explosive Diarrhea. Das ist ja natürlich nicht so schön. Hilfe. Was Lemon das? Party. Achso. Die gute alte Lemon Party. Wer kennt's nicht? So, was haben wir denn hier Schönes? Ach, zwei. Fuck, ist der nicht gestorben gerade? Au. Wie bist du gerade nicht gestorben? Ich meine, ich habe meinen Laser voll in dich reingehalten.
Kann doch nicht sein, dass du am Leben bist. Es ist, physikalisch ist das unmöglich. Ach, sie Longlegs beschwört Spinnen, glaube ich. Wann und wo? Kein Plan, aber sie beschwört Spinnen. So. Warum waste ich meine Bomben so? Ja, weil ich Bock habe. Lass mich. BFF, ja geil! Das macht meine Freunde größer. Also, das macht im Moment nur ihn größer, aber hab ich gesagt, dass das ein schlechtes Item ist? Nein. Und deswegen, ja. Das macht so gerade so diese fette Fliege, die wir im Lazarus-Run hatten. Deswegen musste ich kurz auf meinen zweiten Monitor gucken, um das abzuchecken übrigens. Was sehr gut geworden ist. Finde ich einfach mal. Für die ist das natürlich super, weil die größer ist und mehr Schüsse abfangen kann. Was ist das? Tisab war das, genau. Ja, sehr gut. Yeah, ich bin Mom's Hand und ich lache über dich. Ja, ich finde das alles sehr lustig. Naja, Mom, du wirst noch sehen, was du davon hast. Für mich zu lachen. Oh, mein schwarzes Herz. Wo kommt das denn her? Das habe ich nicht gesehen. So, ist hier noch was? Nein, tschüss. Ihr Dudes schon wieder. Ihr könnt zum Glück nicht hierher und ihr seid auch nicht die Allerschlausten. Ein Back. Backpack, Rucksack. Rucksack, Backpack. Okay, die Karte ist cooler. Zum Boss kommen wir ja auch so da. Da wollen wir mir keine Sorgen machen. Aber, den Boss für sie ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Hey, 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 hey! Mein gefährter Freund. Du glaubst mit Power. Okay, von mir aus. So, haben wir jetzt alles hier? Ja, okay, cool. Weiter geht's. Monstro 2. Hat Monstro 1 wohl nicht mehr gereicht, wa? Ich wollte eigentlich... Ich wollte eigentlich das einsetzen. Das hat gerade nicht gegriffen, ne? Das hat gerade nicht gegriffen, wie ich mir das vorgestellt habe. Hey, Monstro. Please, just die. Hatten wir den nicht beim letzten Mal auch, als wir mit, Dings gerannt sind? Mit, Azazel. So geht das, Monstro. Ne? Wollte ich dir nur mal zeigen, ne? Ich bin ja so nett. Zeig dir mal, wie das geht. So, hab hier ab. Sehr schön. Und blaues jetzt, Alter. Ich bin einfach okay. Ich nehm das mal. Keine Ahnung. Da war übrigens Mams Hand. Das ist so ein kleiner Dude, der meine Bewegungen nachmacht. Okay, cool. Keine Ahnung, was ich damit soll, aber hey, warum nicht? Emperor, genau, dann kommen wir schnell wieder zum Bossraum und können schnell wieder runter. Tschüss! Okay, keine Ahnung, was das für ein Dude ist, aber hey, wenigstens haben wir ihn eingesammelt. Und wir haben jetzt 3 Leben. 3 verdammte Leben. Alter. Die droppen ja richtig nice Items. Freunde. So, aber keine roten Herzen, Alter, zum Eintauschen. Na, was? Doch! Hier, guck mal, da sind 2 rote. Der Emperor, da komme ich direkt zum... Eieieiei, was mit? Ach doch, nicht so ein Quatsch. Hier könnten auch rote Herzen rauskommen, aber das schaue ich mir später an, wenn ich beim Shop war. Denn da kann natürlich auch einiges Positives bei rumkommen. Will ich nur mal so gesagt haben. Der Shop ist auch eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte. Ein blaues Herz, danke. Den Buddy sollte man übrigens auch nicht unterschätzen, der ist extrem gut. Ach komm, wo soll ich denn hinlaufen? Hier sind doch überall Feinde. Es sind keine Freunde meines Spielstils hier gerade anwesend. Ah, guck mal, ein rotes Herz. Gönn dir, Brudi, gönn dir. Ach, du bist der Beste, Mann. Du bist einfach der... Hört euch! Ich liebe dieses Bag-Item. Reicht das nochmal? Dieser Sack. Der Sack. Der ist einfach geil. Und der ist ja einfach geil. Das ist einfach ein cooles Item, muss ich sagen. Mag ich sehr. Gefällt mir bis jetzt. Sehr gut. Du bist ein ganz gefährlicher, hab ich gehört. Du bist ein ganz gefährlicher. Oh, warte. Ich hab nicht. Ha, ich kann meine eigene Geschwindigkeit nicht kontrollieren. Ich hab mich zu nah. Ich hab mich von ihm treffen lassen. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, ich bin dumm. Da lang. Hey, euch haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Und ihr werdet nicht gerade stärker oder origineller. Wie öfter wir euch sehen. Das habe ich neulich in einem Video gesehen. Das hier ist, glaube ich, schwierig. Fuse Cutter. Das. Ah, was macht das denn nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall macht das irgendwas Krasses. Flug und Sehen gleichzeitig, soweit ich weiß. Naja, guck du ruhig mal. Macht überhaupt nichts aus. Gase sind auch nur Gase. Okay, wir brauchen 2 Bomben, um da reinzukommen. Okay, und jetzt sind wir drin. Ich weiß. Oder nicht. Manchmal ist da unten ein Gang. Manchmal kann man das Bett wegspringen. Manchmal nicht. Hä? Ich wusste doch mal, was es in diesem Raum gab, aber irgendwie... Irgendwie habe ich keine Ahnung. Tja, vielleicht war das auch nur ein Troll. Ein la 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 la
Okay, ja, doch, ja, okay. Oh ja, das nehme ich. Auf jeden Fall nehme ich. So, dann machen wir hier mal das Feuerchen aus. Dann machen wir mal das Feuerchen aus. Boom, ich weiß nicht, was das bringt. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich nehme es mal nicht. Hallo. Gut. Dann. Es ist einfach so, es ist einfach totale Zerstörung der Gegner. Es ist einfach die totale Zerstörung. Gib mir das, ohne Schlüssel zu benutzen. Danke. Alter. Wenn ich nicht so dumm wäre, könnte ich das tatsächlich auch effektiv nutzen, glaube ich. Hä? Warum? Da war auf jeden Fall noch einer. Diese schwarze Kacke macht mir offensichtlich keinen Schaden, aber sie gibt mir auch was. So, ich gehe mal zu Emperor. Hallo, Mom! Isaac! Junger Mann! Wenn du mir nach Hause kommst! Glaub ich nicht. Isaac! Hey, Mom! Was? Das war ein bisschen creepy. Oh, hallo. Da ist noch einer. Kannst du mir was geben oder so? Nee. Ey, was ist das denn? Hab hier TS Shot Speed Down. Ja, das macht nichts. Wow, wow, okay. Kein Devil Deal bekommen leider, aber im nächsten Abschnitt garantiert. Alter, Leute. Also, ihr kann doch OP. Ich meine, guckt euch an, wie viele rote. Das Layout ist ja auch geil. Das ist ein kleines Kreuz, würde ich sagen. Das ist ein kleines Kreuz. Also, ihr kann halt doch verdammt OP sein, Leute. Auch wenn wir das beim letzten Mal nicht gesehen haben. Dieses Mal wird's offensichtlich. Mit den richtigen Items ist das gut möglich. Dass der also der hier, leicht mal den Run an sich reißt. Wie zum Teufel wurde ich da gerade getroffen? I don't know. Judgment! Hey, du willst ein Herz haben? Nope. Gib mir welche. Oder du gibst mir eine Zecke. I don't need that shit. Okay. Das war ein bisschen dumm. Ein bisschen voreilig. Hey, Bomben. Cool. The Tower. Ah, ihr wisst, was das macht, Leute. Ihr wisst jetzt, was das macht. Jetzt muss ich aber mehr aufpassen, dass ich keine roten Herzen verliere. Hierophant. Ach, das war das, ne? Nee, das ist eine ganz schlechte Karte. Das zieht mir alle Herzen ab und gibt mir eine random Anzahl an Herzen danach wieder. Das kann ganz gut sein, wenn man wenig Herzen hat, aber das ist, wenn man viele Herzen hat, ist das natürlich weniger gut. Keine Chance für die Gegner. Tears down. Tears down, na danke. Danke auf jeden Fall dafür, dankeschön. Super gut, da freue ich mich. Macht aber nichts, denn die Gegner gehen auch down. Easy peasy. Wheel of Fortune, das ist das hier und das. Mal sprengen. Wow, okay. Kein rotes Herz aus diesen Goodie Bags. The Fool. Nee, The Fool will ich nicht. Ich nehme The Tower weiter mit. Danke. Ich ein Freund des dunklen Turms bin. Hey. Ich möchte ein Leben für eine Münze. Nope. Not gonna happen, mein Freund. Not gonna happen. Kein rotes Herz, echt nicht. High Priestess ist Mom gewesen, ne? Oh, Chariot ist aber auch gut. Das sind alles gute Karten, sind wir mal ehrlich. Aber ich hätte trotzdem gerne ein rotes. Oh, oder das. Ist auch okay. Ich hätte trotzdem gerne ein rotes Herz, muss ich sagen. Oder zwei. Oder zwei rote Herzen, das ist auch okay. Ich meine, ich nehm's. Ich nehm's. Hey, danke für das schwarze Herz, mein Freund. Danke für das schwarze Herz. Ist auch kein Kreuzblock mehr, ne? Oh, guck mal, hier ist noch ein halbes. Gib mir noch was. Yeah, mit noch was meine ich keine Spinne. Also kein Gegner. Hey, Freunde. Durchgerannt und getötet. Ui. Ui. Nett. Sehr nett. Leute, wir haben einfach alles. In diesem Run haben wir einfach alles. Alles, was das Herz begehrt, ist in unseren Taschen. Und noch viel mehr. So viele Bomben kann ich gar nicht ausgeben. Wie soll ich das denn machen? Und warum ist dieses Gehirn so winzig? Hallo Gehirn? Ist irgendwas mit dir los? Ist irgendwas nicht mit dir richtig gelaufen oder so? Egal. Haben wir jetzt noch... Ja, wir haben da noch einen langen Raum, den ich mir nochmal angucken möchte. Den möchte ich mir nochmal unter die Lupe nehmen übrigens. Ich habe meine Kopfhörer vorhin. Der High Priestess. Achso. Ja, nee, ich wollte eigentlich Chariot behalten. Danke, damit sind wir auch nämlich unangreifbar. Ich habe nämlich vorhin meinen Kopfhörer abgesetzt und nochmal aufsetzen. Ne? So, hallo. Okay, cool. Danke fürs Abziehen meines schwarzen Herzes. Aber hey, ich nehm's euch nicht übel, Leute. Ich nehm's euch einfach nicht übel. Wir haben doch eine Teleportkarte gehabt irgendwo, oder? Die hätte ich gerne nochmal. Was ist das gewesen? Oh, fand, ne, das war eine Scheißkarte. Aber hatten wir hier oben nicht auch noch eine Teleportkarte drin? Irgendwie eine Fool oder so? Ja, perfekte Fool. Sowas, genau das brauche ich. Okay. Können wir nämlich nochmal zurückgehen? Und Leute, ich bin ja dafür bekannt. Ne? Ich bin ja dafür bekannt, ein sehr, sehr smarter Dude zu sein. Deswegen fixen wir das Spiel jetzt mal aus. Du bist ein Fool. Du bist ein Fool. Wir müssen nicht kämpfen, haben Sachen gratis bekommen. Gratis Sachen sind immer lecker. The Tower. Aber ich will lieber The Chariot haben. Wo haben wir denn The Chariot? Haben wir hier lassen. Zack. The Chariot. Zack. Okay. Dann gehen wir jetzt wirklich zum Bossy McBossenstein. Der wird halt überhaupt kein Problem werden. Aber gut. Death. Nicht für uns, mein Freund. Nicht für uns. Oh, sie haben einen Tod bestellt. Nun nicht für uns. Denn ich bin ein Einhorn. Und niemand tötet Einhörner. Weil Einhörner einfach zu krass sind. Um getötet zu werden. Das kleine Herz gibt mir ein blaues. Danke. Jetzt will ich aber auch endlich mal... Guck mal, das Vieh ist so groß, weil ich BFF eingesammelt habe. Jetzt will ich... Okay. Nehme ich. Besser als gar nichts. Dann gibt mir das wenigstens die ganze Zeit Devil Deals. Das ist doch schon mal schön. Okay, weiter geht's. Whee! Let's go down, 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 down. I can't breathe. Oh no. He's dead. He's just dead. He's dead.
Ist hier der Shop oder was ist hier? Oh ja. Oh. Schön. Ach, Guppy Set! Oh Gott, Leute. Nee, nicht Guppy, sondern das ist der Hund. Alter, der ist OP. I don't make this up. This item is OP. Damage up. Cricket Head. Hätte ich vorher geguckt, wie viel Damage ich habe. Jetzt habe ich einfach Damage voll. Cricket Head ist einfach der krasseste Damage Booster aller Zeiten. Und das ist nur dafür da. Es ist wirklich nur, es macht nur den Damage hoch. Nichts anderes. Und das ist auch das, was man von diesem Item erwartet. Einfach ein richtig fettes Damage-Paket. Also jetzt machen wir wirklich Schaden bis zum Mond und wieder zurück. Bis zum fucking Mond und wieder zurück, Leute. Also One-Punch-Man, wenn One-Punch-Man jetzt gegen uns kämpfen würde, könnte er einpacken. Könnte einfach einpacken. Wir machen Schaden. Das ist einfach nicht normal. Wenn du von uns getroffen bist, halt tot. Bist du halt tot einfach. Oh Gott. Und wir kriegen die ganze Zeit noch nice Items dazu. Wow, okay. Ich bin beeindruckt. Nicht. Können wir nochmal Bomben einsammeln? Ja. Ich bin einfach nur die ganze Zeit vorbeigeflogen. Okay. Wir gehen halt einfach durch die Gegner durch. Wir rasieren durch die Gegner. Quasi. Okay. Nicht durch alle vielleicht, aber durch die meisten. Durch die wir treffen. So. Ach, guck mal, ein halbes Herz ist für dich auch noch dabei. Danke, dass du mir eine Spinne da lässt. Mensch, der ist immer wieder so gut zu uns, ne? Ach, guck mal, das halbe Herz, das ganze Herz kannst du haben. Boom! Hier kommt der Boom! Wir haben so viele Bomben, ich geb die alle aus. Könnte ja irgendwo noch was versteckt sein. Nein. Nein! Wenn wir treffen, ne? Das ist immer die Voraussetzung. Wenn wir treffen, haben wir halt Arsch geschaden. Oh, hallo! Guten Abend, liebe Spinnenfreunde! Wir haben sie hier gar nicht erwartet. Lovers-Karte bitte. Justice. Rains from above. Dieser Bild ist just okay. Just okay. Es ist okay. Es ist just okay. Selbst wenn wir nicht Azazel gespielt haben, bei den Items, okay, dann wären wir wahrscheinlich nicht an alle Items rangekommen. Aber wenn wir wenigstens halbwegs den Bild hingekriegt hätten, dann, guck mal, nicht mal Fake Isaac kann was gegen uns machen, weil er einfach nicht schießen kann, weil ich einfach gar nicht schieße. Ich lade meinen Schuss die ganze Zeit einfach nur auf. Und schon hat sich die Sache hier erledigt. Schon hat sich die Sache erledigt. Oh, guck mal, das sind zwei gute Herzen. Gönn dir, Brudi, gönn dir. Ah, danke. Und dann gönnst du mir. Das ist ein netter Freund. Er gönnt sich nicht nur selber, er gönnt auch den anderen. Oh, geil, eine Plazenta. Ja, Sprüche, die man nur in Spielen hört. Eine Plazenta. Lecker. Yeah. So, wo waren wir denn jetzt noch nicht? Ich brauche jetzt einfach einen Level-Deal. Ich muss meine ganzen roten Herzen irgendwo ausgeben, weil ich will keine roten Herzen haben. Weil ich will die nicht. Geht mir weg mit dem Scheiß hier. Die machen nur Probleme. Ich sage es euch. Wo ist der andere? Wo? Oh, kann sein. Ich weiß gar nicht, ob das Damage-Up auch für meine Compadres geht, aber ich glaube nicht. Oh, what? Das hat sich in eine Beute verwandelt. Ja, lol. What the freak? Hier ist einiges los, Leute. Hier ist einiges los. Ich gehe einfach mal das Verfangen da rein. Hol mir die Karte. Was ist es? The Sun. Don't eat that shit. Und tschüss. Mom's hurt, Alter. Mom. Alter, mit einem Schlag. Hälfte des Lebens abgezogen, Leute. Hm? Wer ist das der krasseste Mofo of all time, Leute? Wer ist der krasseste Mofo of all time? Der gute Isaac Boy. Mom vergiftet und getötet. Easy peasy, Leute. Easy peasy. Okay, hier können wir leider kein Devil Deal, sondern wir können eine Ebene tiefer gehen. Und das bietet sich mit Azazel natürlich sehr an. Chariot, okay. Let's go! Eine Ebene tiefer, Leute. Es geht noch weiter. Es hört niemals auf. Nicht mit diesem Bild. Transcendence has appeared. You unlocked the challenge. Die Challenges müssen wir auch mal irgendwann machen. Sheol haben wir erreicht, Leute. Hier ist alles noch ein bisschen krasser. Aber das ist ja auch nur gut so. Genau das brauchen wir. Krassere Ebenen. Da kann es auch schon mal passieren, dass hier Bosse einfach random in den Räumen auftauchen. Also, wie gesagt, ne, es kann passieren, dass hier Bosse random in den Räumen auftauchen. In doppelter Ausführung. Macht insofern aber nichts, dass ich einfach krass bin. Und die halt einfach erledige. Weil die einfach dumm sind. Wo ist der Rote? Da. Ja, er checkt nicht, dass er keine Chance hat. Nein, bleib doch mal hier. Die sind nervig, weil die sich wegteleportieren, weil ich die nicht sofort besiegen kann. Wenn ich sie sehe, dann wären sie schon tot. Hui. Mir ist gerade eingefallen, ich brauche gar nicht auf mein Leben zu achten, weil ich habe ja das Goathorn auf. Oh, ihr seid mad, weil ihr nicht losgelassen werden könnt. Weil ihr an Ketten hängt. Wie Sklaven. Temperance, was war Champions nochmal? Ach, Temperance war das. So, Hearts. Ja, geil. Of Hearts. Oder Hearts. Ja, aber warum nicht? Hey, The Fallen. Dich haben wir schon mal besiegt. Kann das sein? Ah. Oh, nicht so nett, Mann. Nicht so nett, nicht cool, Junge, nicht cool. Oh oh.
kriegen wir übrigens von allem ein Herzschaden. Ich meine, ein halbes Herz. Also egal welcher Gegner, macht uns halt ein Herzschaden. Noch ein Fallen? Hatten wir eben schon. Nein. Just die. The Stars. Können wir mal nehmen. Was gibt's hier Schönes? Nix, weil es hier keinen The Stars-Raum gibt. The Stars teleportiert uns ja in den Item... Nee, in den, ja, in den Special-Item-Raum. Aber hier gibt's keinen Special-Item-Raum mehr. Von daher... Poison Touch! The Virus. Geil. Shared, was haben wir hier? The Magician. Ja, sehr effektiv, wie ihr seht. Ich möchte mal hier eine Bombe platzieren. Just for the lols, Leute. Just for the lols. Einfach mal eine random Bombe. Was haben wir denn hier noch? Ah, böse Fliegen. Das ist ja wundervoll. Okay, das kann ich wohl nicht ausreichen soll. So viele Möglichkeiten, so wenig Zeit. Auge? Okay, das ist ein Auge, was man nicht einfach so töten kann. Das ist ein Auge wie die grauen Totenköpfe ungefähr. Das macht einfach Schaden. The world. The world. The World, oh, wie ich sie auch nenne. Explodiere Wand. Gib dein Geheimnis preis. Oh, rote Spinnen sind dein Geheimnis. Hättest du vielleicht auch nicht preisgeben sollen. Hättest du auch für dich behalten können, ehrlich gesagt. Friends till the end. Ach, guck mal, das sind Fliegen. Okay, cool. The Chariot, the Chariot. Okay, zweimal the Chariot. Verlässt du mir noch was Schönes? Nope. Okay, schade. Okay, dann haben wir zweimal the Chariot. Können wir mal einsetzen, wenn wir was brauchen. Brauchen wir aber nicht. Tier ist down. Yeah, das hätte ich auf jeden Fall nicht benutzen. Danke dafür, auf jeden Fall. Dead. Dead. Hey! Eieieiei. Aber es war knapp. War ein bisschen knapp. Ah, das war... Huch! Achso, ich hab die alle getötet. Wow, ich dachte gerade... Hä, warum bin ich jetzt rausgegangen? Wenn die noch nicht tot sind. Aber natürlich sind die tot. Natürlich sind die tot! Was dachte ich denn? Egal. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben alles, ne? Okay, cool. Dann können wir ja direkt zum Boss. Ich hoffe... Oh Gott. Okay, das sind flame Dudes. Können wir halt einfach fertig machen. Okay. Okay, Bossi, Boss-Time. Satan, Alter! Satan! Mein alter Freund. Ja, der ist... Wow! Das ist aber der Fallen und nicht Satan. Ich glaube, ihr habt euch im Gegner gehört, liebe Entwickler. Das ist nicht Satan. Oh, das könnte Satan sein, ja doch. Oh, oh, nein. Nee, er stirbt noch nicht. Er wird nochmal ein bisschen krasser. Und er ist dead. Woohoo! Satan? More like Blatan. wie dem auch sei. Okay. Satan hat quasi gegen Satan gewonnen. Woo! Laut! The Demon Tail has appeared in the basement. You unlocked Judas! Ja, Leute, das war das dritte Ende bis jetzt. Oder das vierte. Ja, theoretisch das dritte, wenn man dieses Klebstoffende nicht mitzählt. Wir haben Satan besiegt, aber das ist noch lange nicht das Ende, Leute. Das ist noch lange nicht das Ende. Wie gesagt, die Challenges machen wir auch noch. Mal schauen wann. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal fürs Zusehen. Wir haben mit Azazel es endlich geschafft, durchzurunnen. Dann fehlt jetzt nur noch Kane, mit dem wir es noch nicht geschafft haben. Und Judas ist auch noch dran. Also, Leute, freut euch aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.